Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, der ein oder andere ist immer noch dabei. Level 136 und 50 Stunden und ich krieg diesen Boss nicht kaputt, ne? Zu diesem Zeitpunkt sind ein paar YouTube-Aufnahmen noch nicht hochgeladen für alle auf Twitch. Sind's. Achso, wobei, nee, das ist, stimmt ja auf YouTube trotzdem überein. Ich glaube, 8 Stunden habe ich den Boss schon probiert. Mir wurde gesagt, er ist einstimmig, na, was heißt einstimmig? Zu einem sehr großen Teil ist in der Dark Souls Community ganz klar, das hier der schwerste Boss in Dark Souls 2. Und ich habe auch das Gefühl, was Schlimmeres kann eigentlich gar nicht kommen. Leider nicht gut ausgewichen. Da müssen wir saufen. Ja doch, ich glaube, ich mache ihm sogar ein bisschen mehr Schaden. Das letzte Mal habe ich aufgehört mit Autsch. Das letzte Mal habe ich aufgehört mit der Annahme, dass ich ihm nicht mehr Schaden gemacht habe. Oh oh. Ja, gut, passt. Nochmal gut gegangen. Ah, Mist, ich hätte easy ausweichen können an der Stelle. FA, hast du Dark Souls durchgespielt? Zu viel Schaden gewollt. Okay, Phase 2. Nein. Nichts für dich zum selber spielen. Also mit Dark Souls 2 hast du aber auch dir gleich einen Koloss gewählt zum Starten. Ich fand Dark Souls 1 war wirklich angenehm. Also ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Es gab den einen oder anderen Gegner, der einen so ein bisschen geärgert hat, aber nichts im Vergleich zu diesem Kollegen hier.
Das ist auch der erste Boss, bei dem ich tatsächlich auf meine Ausdauer schauen muss. Weil ich viel blocke. Und ich kann ihm dann keinen Schaden machen in den Momenten, in denen ich eigentlich Schaden machen würde. Weil ich keine Ausdauer habe. Wenn ich dann draufhau, dann ist es gleich vorbei. Oh oh, das ist jetzt schon sehr knapp. Wenn er jetzt nochmal mit dem kleinen Schwert zugehauen hätte, wäre es eng geworden. Kann ich nicht hauen. Komm. Und cool. Ja, das sind die Patterns, die wir haben wollen. Da kann ich einmal draufhauen. Jetzt kann... Ja, okay. Ritter des Knie ist auch wieder am Start. Fuck. Ach man, weil er mit diesem... Sobald er in Phase 2 kommt, ist sein Schwert sowas von aus Styropor. Teilt aber leider den gleichen Schaden aus. Ne, mehr sogar noch, viel mehr. Er hat auch in Phase 1 schon einmal einen Styropor-Move. Er haut immer zu, als wäre dieses große Schwert super schwer und in einem Setting kann er sein Schwert dann plötzlich super schnell über die rechte Schulter heben und dir eine Rückhand mitgeben. Hier muss ich eigentlich ausweichen. Fuck, den muss ich eigentlich auch ausweichen. Keine Ausdauer mehr, jetzt brauche ich, muss ich Abstand gewinnen. Genau, so ist okay. Es war im Game Pass. Nice. Ja, die Überlegung ist aktuell, ob ich vor Dark Souls 3 noch Lies of P spiele, weil Lies of P im Game Pass drin ist und kostenlos ist natürlich geil. Also was heißt kostenlos? Ich zahle ja mein Geld dafür. Und warum sollte ich das Geld nicht, das ich bezahle, nutzen, um solche Spiele dann auch zu spielen? Lies of P soll wesentlich leichter sein als Dark Souls. Aber wobei manche auch sagen, es ist schwerer. Also es ist halt ein Souls. Ein Souls-like. Ja, und auch das Setting gefällt mir voll gut. Dieses Steampunk-mäßige finde ich mega... Ach, das Schadensknie immer. Dämliche Drecks-Hitbox da an der Stelle.
die Angriffe random. Naja, es ist schon ein bisschen davon abhängig, wie weit ich entfernt bin und... Fuck. Ob ich hinter ihm stehe oder nein, jetzt bin ich tot. Da muss ich rein ins Schwert rollen. Ob ich nach seinem Angriff einen Heiltrank nehme oder nicht, verursacht dann bei ihm den Trigger, eben die Rückhand zu machen oder eben nicht. Ich kann bei einem Angriff, wenn ich kurz warte, dass er sein Schwert gerade wieder runternimmt von der rechten Schulter, den dicken Prügel. Wenn ich da kurz warte, kann ich einen Angriff machen. Wenn ich da nicht warte und gleich angreife, kommt die Rückhand und dann macht er mir Schaden. Alles gelernt mittlerweile. Alles gelernt. Jeden verdammten dreckigen Move, den er machen kann. Außer in Phase 2 habe ich echt noch Probleme. Oh oh. Ah, geht. Hier. Da. Wenn ich da zu schnell zuhau, dann kriege ich eine Rückhand von ihm, weil da wartet er dann drauf, dass ich das Fenster nutze. Fuck. Ich habe eigentlich B gedrückt, auch rechtzeitig, aber... und ich habe auch jetzt... Das ist halt Dark Souls 2 hier leider an der Stelle. Ich habe Schild hochhalten gedrückt. Ich glaube, ich habe es zu früh gedrückt und dann gedrückt gehalten. Und das Spiel hat, weil ich noch in der Aufstehanimation war zu dem Zeitpunkt, die Eingabe... einfach verschluckt. Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Hallo, Controller? Oder ist mein Controller jetzt gerade abgeschmiert? Jetzt hat. Okay. Seltsam. Für mich wäre es sicherlich besser eigentlich vom Ausdauermanagement her und auch, wenn ich mehr Abstand halten würde, damit das sein Zahnstocher mich nicht so viel penetrieren kann. Wäre eigentlich besser, weil dann könnte ich fettere Angriffe machen und gleich ein ganz anderes Schild nehmen, ein anderes Schwert nehmen, aber das habe ich leider noch nicht so richtig raus. Du musst halt drauf achten, an der Stelle, jetzt kommt, siehst du ja, dass er mit dem großen Schwert dann zuhaut, dann musst du wissen, muss ich jetzt nach rechts ausweichen oder nach links. Du musst immer seine Bewegungen vorher sehen, quasi, was kommt. Und das muss man einfach auswendig lernen, ansonsten hast du keine Chance. Jetzt ist er gerade sehr gnädig. Fuck, die Rückhand hätte ich sehen können und hätte nach links ausweichen können. Sehr gnädig, was seine Angriffe betrifft. Weil ich so relativ viel Schaden mache. Jetzt hat er mich natürlich schon... Oh oh. Fuck, ja. Da dachte ich, ich kann noch saufen, habe aber zu spät gedrückt. Deswegen ging sein Angriff durch und die Saufanimation hat zu lange gebraucht. Mein nächster Controller wird übrigens ein Elite-Controller. Ich kaufe mir einen. Weil meine Controller mittlerweile nicht mehr kaputt gehen, bin auch älter geworden und hau die Controller nicht mehr in den Tisch, gegen die Wand oder durchs Zimmer. Und das einzige, was an meinen Controller noch kaputt geht, ups, sind die Sticks. Und beim Elite-Controller kann man die austauschen. Schlecht, 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 schlecht. Okay, gut, geht wieder. Ich
Mit Hall Sensor. Was ist Hall Sensor? Das sagt mir nichts. Und hallo Paul, grüß dich. Das war jetzt wichtig, dass ich da ausgewichen bin, statt das Schild zu nehmen. Weil meine Ausdauer echt... am Ende war. Fuck. Scheiße, jetzt muss ich einen Moment finden, um zu saufen. Ah. Magnetfeldern anstatt mechanischen Teilen halten dadurch quasi ewig und entwickeln auch keinen Drift. Okay, cool. Aber gibt's da Controller, die die Ergonomie des Xbox-Controllers haben und mit solchen Sensoren sind? Oder vielleicht hat der Elite-Controller ja sowas? Und ich will die Sticks auf jeden Fall austauschbar haben. Weil wie gesagt, die Controller an sich gehen nicht mehr kaputt, keiner von denen. Die haben alle nur Stick-Probleme. Ah, scheiße. Einen Damage zu wenig geben können, weil ich auf den Chat geguckt habe. Nicht aufgepasst. Die dem sehr ähnlich sehen. Ah, oh, das ist mir aber zu viel Risiko, ehrlich gesagt. Ich weiß einfach, dass dieser Controller, der Xbox-Controller, mir super in der Hand liegt. Und ich bin da so dran gewöhnt, seit vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile schon. Ja. Der Try war von Anfang an schon rigged. Snakebite. Ich will eigentlich ehrlich gesagt nicht unbedingt was anderes in der Hand halten. Die müsste ich dann wirklich erstmal in die Hand nehmen und gucken, ob wie ähnlich das ist und ob ich das gut finde. Die Ergonomie ist fast gleich. Und wie gesagt, die Sticks müssen austauschbar sein und am besten auch das D-Pad. Das wäre natürlich richtig nice.
kosten nur 80. Ja, mir ist halt wichtig, dass ich die, dass diese Teile austauschbar sind. Ups. Für einen Custom, der dann nur ein paar Monate hält. Ja, das ist natürlich Mist, aber ich kann ja auch den Xbox-Controller komplett, den Elite, kann ich mir selber zusammenbasteln, alle Farben und so weiter, alles selber auswählen und eine Gravur reinmachen lassen für 200, was ich schon sehr geil finde. Ich hab da mal ein bisschen rumgespielt in dem Customizer und da gibt's richtig coole Sachen, die man machen kann. Oh oh, scheiße. Ja, ich hätte ausweichen müssen. Ich hab's fast schon gewusst. Ah, ich hab zu spät gesoffen. Jetzt kriege ich eine, oder? Nee, gut. Die Sticks gehen ja nicht kaputt. Das sind die, die nutzen sich ab. Die sind nicht kaputt im Sinne von Drift, sondern ich meine die Abnutzung der Daumen. Dinger oben dran. Das ist das, was bei mir kaputt geht. Der Drift, den habe ich auch schon lange nicht mehr. Bei Xbox ist der sowieso echt selten. Oh oh, scheiße. Man kann nicht saufen in der zweiten Phase. Es ist so eine Arschloch-Scheiße, dass du kein Zeitfenster kriegst, um dich zu heilen bei dem Boss. Ist einfach nur so dumm. Die Kappen lassen sich tauschen. Ja, ich kann auch Ersatzkappen hier drauf kaufen, aber die sind dann scheiße. Die rutschen ab und so, das habe ich alles schon gesehen. Und beim Xbox-Controller tauschst du den ganzen Stick aus, der oben drauf ist. Wie gesagt, also die haben auch keinen Drift mehr bei mir, die Controller. Na, gerade der hier, den habe ich jetzt schon ewig. Der hat noch keinen Drift. Und ich weiß nicht, haben die Xbox-Controller nicht mittlerweile vielleicht sowas drin? Die Elite? Ach. Der Ritter vom Knie ist am Start. Ich hasse es so sehr. Man weicht rechtzeitig aus, aber irgendeine dumme Drecks-Hitbox erwischt einen trotzdem. Keine Ahnung, ey. Das. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft da schon auch dahinter ist, gerade weil es halt so gute Controller sind, dass da vielleicht auch entsprechende Sensoren schon drin sind. Ich habe die Rückhand gesehen und bin trotzdem nicht ausgewichen, leider. Das war schlecht, aber es ist gut gegangen. Ich hätte wieder ausweichen müssen. Shit. Genau so nämlich. Ah, ich habe falsch gedrückt. Ah, fuck.
Hoppla. Ah, warum weiche ich nicht aus? Ja. Ah. Drei Flakons schon verbraucht und noch nicht in Phase 2. Keine Rückhand. Okay, dann kriegst du eine. Mist, zu spät gedrückt. Und jetzt kann ich nicht saufen, weil jetzt haut er mir nämlich wieder eine. Scheiße, ich brauche doch ein Zeitfenster zum Heilen in der zweiten Phase. Es ist einfach... Elite hat das nicht. Okay, schade. Sollte Industriestandard werden. Ja, unsere Switch Joy-Cons, die sind alle. Die haben alle Drift. Also ich glaube, der rechte nicht so, aber der linke immer. Ja, aber auch nicht mehr ewig, FA. Ich habe mal geguckt, es gibt Sets zum selber austauschen und dann hast du welche mit diesen Magnetsensoren. Mittlerweile werden die auch ein bisschen bessere Hardware da einbauen, denke ich. Ich jedes Mal zu spät drück. Ah, fuck you. Ja, wir werden uns demnächst wahrscheinlich ein Set bestellen und dann werde ich mal selber versuchen, die auszutauschen. Bei Zelda von der Kante gelaufen. Ja, ja, man kennt es. Hier an der Stelle wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, wenn ich zweimal geschlagen hätte. Im ersten Moment sieht es so aus, als hätte man Zeit dazu. Aber wenn man das macht, dann macht er den Styropor-Schwert-Rückhand-Attacke. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder getroffen hat. Verstehe ich nicht ganz. Du sollst nicht zu deinem Heilungsding laufen. Komm mal lieber zu mir. Scheiße.
Jetzt wird's haarig. Ja, keine Iframes für den Tassilo. Ja, Die Sache ist auch die, wenn ich mir Hilfe hole von so einem NPC oder sonst irgendwas in der Richtung, dann sehe ich diesen Boss als nicht geschafft an. Selbst wenn er dann liegt, für mich ist es dann, dann habe ich ihn nicht geschafft. Hey, warum er hier so eine Attacke macht, weiß ich nicht. Und warum ich mich davon so baiten lasse, weiß ich auch nicht. Lauf doch nicht immer weg. Wir wollen hier in der Ecke kämpfen, das passt schon. Dass man da nicht... Ah, das Schadensknie ist am Start, Leute. Das Schadensknie ist heute auf jeden Fall real. Kritisch. Kritisches Ausdauerlevel. So, jetzt hat schon wieder zwei Flakons verbraucht wegen Schmu. Aber die Flakons sind echt sowas von wurscht bei mir. Damit hatte ich noch nie Probleme. Die sind mir noch nie ausgegangen. Hab mich schon wieder baiten lassen. Ich wusste, dass ich einen Ticken zu weit weg bin, um hier Schaden zu machen. Nicht weglaufen. Hierher kommen, bitte. Fuck. Oh, Mann. Das war jetzt ein Test. Das nicht, das war einfach nur wild von meiner Seite. Ah, da hätte ich locker ausweichen können, wäre besser gewesen. Ich hab's gesehen, die Rückhand, und hab's trotzdem verkackt.
Das erste Ausweichen wäre an der Stelle wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. Ausdauer bitte, Ausdauer bitte. So, jetzt hau mal nochmal zu. Ich habe zu spät reagiert, das wird jetzt dumm. Mist, ich hätte in sein Schwert reinrollen müssen. Pack. Ich habe eine Heilung durchgebracht. Okay. Excitement was big. Oh. Leute, ey. Ich glaube, ich werde Dark Souls 2. Bin an einem Punkt, an dem ich denke, ich werde Dark Souls 2 nicht durchspielen. Ich werde es nicht schaffen, diesen Bastard zu killen. Kriegen wir jetzt mal endlich anderes Pattern als immer nur deinen kleinen Zahnstocher? Ich brauche die dicke Keule, um dir Schaden zu machen. Oh oh, das war jetzt sehr schlecht. Wenn ich die nicht aufsammle, ja, das liegen halt keine, ne? Aber wenn ich sie nicht aufsammle, dann sind sie weg. Oh oh. Ist aber, also ich muss ehrlich sagen, das war nur tatsächlich noch nie ein Problem in Dark Souls, wenn ich Seelen verloren habe. Ich hatte auch in Dark Souls 2 hier schon, keine Ahnung, 100.000 Seelen mal verloren. War aber nie ein Problem. Also, ja. An der Switch hattest du keine Probleme, echt? Haha. Der Drift ist real an den Switch-Joy-Cons, ey. Wenn ich mit 0 in den Bosskampf reingehe, dann ist der Blutfleck da einfach nur aus Scheiß. Keine Ahnung, warum der angezeigt wird. Ist auch ein bisschen nervig, aber was soll's. Was ist das für ein Emote? Es ist ein Lego-Männchen. Was tut es? Kann ich leider nicht erkennen. Ach so, das ist tot. Okay. Ah, nice. Ah, fuck. Ich hätte ich muss dem ausweichen. Das ist sonst zu... Too much risk.
Na, endlich kann ich wieder Schaden machen. Aufs Knie. Immer schön aufs Knie hauen. Vielleicht macht sein Knie ja dann irgendwann mal keinen Schaden mehr. Das wäre super. Nee, ich muss weiter weg. Keine Ausdauer. Komm zu mir. Fuck. Nope, zu spät gedrückt. Oh. Kritisch. Ah. Panic is real. Ich bin am Überlegen für diesen Boss und meine Reise durch diesen Boss ein YouTube-Video zu machen. Das Problem ist, dass ich jetzt schon, das hätte ich vorher machen sollen, dass ich jetzt schon, weil um das spannend zu machen oder um das gut zu machen, brauche ich eigentlich jede Todesszene. Jedes Mal, wenn er mich killt und jedes Aufregen von mir, und ich muss jetzt schon dann bald 10 Stunden Material sichten. Die Gier nach Damage. Die Gier nach Damage. Ich hab zu spät gedrückt. Ah, fuck. Da habe ich jetzt gedacht, da kommt das große Schwert. Da ist es. Keinen Schaden dran. Schon wieder 2 Flakons gesoffen und noch nicht so richtig Schaden machen können. Das Blocken kostet mich immer sehr viel Ausdauer. Nope, das war dumm.
Ach komm, ey. Was soll ich machen? Was soll ich anderes machen, außer immer wieder da reinzurennen und mich killen zu lassen? Was ist das jetzt? Ich könnte noch versuchen, die Rüstung ein bisschen zu verstärken. Ich habe aber schon alles an Seelen ausgegeben, was ich habe. Die letzten, die ich nehmen könnte, wären die Riesenseelen. Und da hat mir aber der Chat verboten, die zu nehmen. Ich hätte sie gnadenlos genommen. Zau mich halt. Er tut so, als würde ich ihn angreifen, wenn er nicht angegriffen hat, ne? Und dieser Magnetismus, den der hat, ist auch voll nervig. Dass er sich immer so mit mir mitzubbelt und dreht, als ob er Rollen unter den Füßen hätte und ich magnetisch wäre. Ah, fuck. Für das bisschen Schaden habe ich so viel Schaden kassiert. Ach so, menschlich könnte ich mich mal noch machen, dass ich mehr Leben habe. Ah, die Rückhand killt mich. Ah, die Rückhand killt mich. Ich setze mich mal ein bisschen gerade hin. Vielleicht hilft das ja. Kannst halt nicht dem zweiten Schlag von seinem kleinen Schwert kann man nicht ausweichen, wenn man dem ersten ausgewichen ist. Keine Chance. Ah, warum gucke ich auch im Chat einfach so random? Gut. Also. Ich habe jetzt keine Lust mehr, gegen den anzulaufen, wieder und wieder. Ich mache jetzt eine Kleinigkeit, die hätte ich auch schon früher machen können, aber es war bisher kein Problem, nur mittlerweile nervt's mich ein bisschen. Und zwar, dass da hinten noch diese komische Friederike steht. Deswegen
Suchen wir jetzt mal den letzten Friederike-Splitter. Der muss ja hier irgendwo sein. Der muss doch hier irgendwo sein. Magischer Klauenring. Okay. Was macht der? Erhöht magische Angriffe. Na, wer hätte es gedacht? Ein magischer Klauenring, der magische Angriffe erhöht. Stehst du hier eigentlich auf? Ja. Okay. Das Geländer geht kaputt. Scheiße. Oh Mann. Da kann ich runterfallen. Gut. Wissen wir das. Aber hier brauche ich das Schild, glaube ich, nicht. Könnte ich ein anderes nehmen? Ach, ist mir alles zu blöd jetzt. Doch, das tauschen wir kurz aus gegen das. Bleib aber ein bisschen beim Katana. Ich finde das eigentlich ganz nice. Also in der Kiste war schon mal kein. Friederike Stachel. Alter, diese Angriffe von denen, die sind so seltsam. Und da kommen zwei. Okay. Oh nee, es ist ja ein Keulenboy. War hier irgendwo Loot? Hier habe ich doch alles an Loot gesammelt. Da brauche ich doch nicht nochmal durchgehen, oder? Sein dämliches Feuergedöns, ey. Sein dreckiges Feuerscheißzeug. Nee! Was macht der jetzt hier? Warum ist jetzt hier so ein roter Bastard? Okay. Aber hier war jetzt kein Loot, ne? Ja, dann brauche ich eh. Dann kann ich zum anderen Leuchtfeuer gehen. Dann ist es egal. Dann ist mir der rote Bastard auch vollkommen wurscht. Der spawnt hoffentlich nicht beim anderen Leuchtfeuer. So, was geht nach oben? Welche von euch? Du gehst nach oben. Verschlossen.
Wo ist Frederikes Stachel? Wo wird der wohl sein? Ah ja, guck mal. Ah. Ist das hier die Nummer, wo ich... Ah ja, genau, hier. Wahrscheinlich. Aber ich gucke jetzt einmal kurz nach oben, bevor ich hier runterspringe. Endet deine IBAN mit 006. Alter, wieso meine? Und warum fragst du das hier? Okay, strange. Wo bin ich hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam da gerade einer durch die... Verschlossen. Ach, ihr wollt mich doch... Nee. Kartgebühren zurück. Es wäre besser, wenn du die Marina überweist, weil die bezahlt hat. Aber dann muss ich mir merken, dass ich ihr das gebe. Hast du Frederikes Stachel? Blutungsmesser, nee. Ja, wäre mir lieber. Dankeschön. Was ist hier los? Hier sind ein Haufen Boys. Ist hier irgendwo Loot? Ich bin auf der Suche nach Loot, Jungs. Ah, hier komme ich nur wieder hier runter. Okay, keine Ahnung. Ach, ist mir wurscht. Dann gehe ich jetzt da runter. Könnt ihr mir bitte nicht hinterherkommen? Wie lange kann ein Aufzug brauchen? Ja. So. Na, dann schaue ich mal da runter, was hier so ist. Ach nee, das ist nicht dein Ernst. Ich komme hier gar nicht in die Ecke. Ich wäre gerne... Nee, nicht da drüben. Wo will ich denn eigentlich hin? Hier gibt es irgendwo einen Loot, der irgendwie seltsam versperrt ist. Oh, okay. Wo geht's hier hin? Hier vielleicht? Möglich, ne? Vorstellbar, dass da drin was ist. Aha. Ach komm, er kann durch diese Gitterstäbe durchschießen. Wenn ich das probieren würde, würde mein Pfeil in den Gitterstäben stecken bleiben, ne? Weinerei. Hol mir jetzt einfach den Loot und geh wieder aus der Ecke dort. Mann, Leute. Wie war ich denn nochmal dahin gekommen? Unten. Ja, oder? Nee. Hier. Ja, könnte ich auch unten und dann hoch. Da hinten ist auch noch eine Tür. Gucke ich erstmal nach in die Tür da hinten. Ich will ja nur den Friederike Stachel haben. Hallo? Aha, Keulenboy. Hast
Habt ihr Friederike Stachel, Titanscherbe, Breitschwert plus 7? Da ist auf jeden Fall eine Friederike drin. In den Räumen. Ich glaube, ich kann ein Leuchtfeuer weiter nach oben. Das müsste... Nee. Doch, das müsste dieses sein. Und dann war ich, glaube ich, hier lang. Ja, das passt. Was ist hier drin? Ach ja, dein Feuerscheiß. Okay, hier ist nichts drin. Also, erste Tür ist Niete. In der zweiten Tür ist noch versteinertes Etwas. Willst du gar nicht hierher kommen? Da hinten ist eine Kiste. Was ist in der Kiste? Nicht so lange rummachen. Irgendein Ring. Okay. Komm her jetzt. Mist. Okay. So, letzte Tür. Ja, ja, ist okay. Ist gut, ist gut. Letzte Tür. Was hast du? Flammenschmetterling. Ist hier noch was? Nee. Okay, das heißt, wir müssen in die dritte Tür jetzt noch rein. Die muss ich noch prüfen. Falls sich jemand fragt, was macht der denn da? Warum killt er den nicht? Das ist ein Keulenjunge. Den mit dem Keulenboy habe ich keine Lust drauf. Hab einfach keine Lust, den zu bekämpfen. So, dritte Tür. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die aufkriegen, ne? Ohne den Keulenboy zu ärgern zu sehr. Und zack. So. Ah, guck mal, da ist der letzte. Ich glaube, da könnte ich... Nee, das... Hä? Nee, da mache ich ja nur Friederikes Stachel, muss ja da rein. Da kriege ich ja keinen von. Ich habe ja keinen mehr. Also, ist dort schon mal nix. Also ist dort schon mal nix. Okay. Keine Ahnung, Leute, ey, echt. Habe ich oben irgendwas übersehen? Ist da irgendwo noch so eine Friederike, von der ich ein paar Stachel kriegen kann? Weil hier war ja... Ich glaube, hier stand eine... Nee, die war unten an der anderen Seite. Ah, da geht's runter. Die Treppe runter. Gut, hier scheinen auch keine Stachel zu sein.
Hier vielleicht noch. Warte mal. Hier war ich noch gar nicht. Was hast du noch für mich? Ring der Geschicklichkeit. Oh meine Güte, Alter. Irgendwelche dummen Ringe, die mir am Ende auch nichts bringen. Erhöht die Geschicklichkeit, ja. Wow. Auch für einen Arsch. Aber warte, habe ich einen drin, der mir mehr Stärke gibt vielleicht, dass ich den austausche? Erhöht die Balance? Nee, Balance will ich. Langsam Trefferpunkte will ich eigentlich auch. Erhöht körperliche Angriffe. Ja, komm, da können wir den Geschicklichkeitsring reinmachen, auch wenn es absoluter Quatsch ist hier an der Stelle. So, jetzt warte mal. Wait. Da oben ist... Moment mal. Der Turm dreht sich ja jetzt. Jetzt kann ich ja hier oben... Ah ne, da komme ich nur darüber. Und was ist da? Ist hier eine Friederike? Da ist auch wieder nur irgendein dummer Loot, der mich wahnsinnig viel Zeit kostet, dahin zu kommen. Ne. Versuche ich gar nicht erst. Könnt ihr vergessen. Sterbe ich hier? Na, fast. Ach so, da hätte ich über die Mitte laufen können, ne? So, Friederike. Warum habe ich das hier nicht gelootet? Dämmerungskraut, auch für den Arsch. Wenn ich da oben bin, kann ich da irgendwo anders noch hinlaufen? Nee, das sieht... Wobei das hier schon so aussieht, als könnte ich von dort kommen. Gibt's da noch eine Friederike? Oder einen Friederike Stachel? Ach, guck mal, so easy komme ich da oben dran. Naja, gut. Na, hast du Friederike Stachel? Vogelring... Ich sag doch, unnützer Loot, den kein Mensch braucht, der in dem Spiel einem sowieso überhaupt gar nichts bringt. Gucken wir mal kurz nach, was bringt der Vogelring? Oh! Okay. Vielleicht bringt mir der Ring ja doch ein bisschen was. Ein bisschen. Tschüss. Ach, hier ist noch einer. Da ist auch nichts. Friederike. Gibt's da nicht irgendwie so ein Film-Dingens ähnlich, keine Ahnung was? Hey, da drüben ist auch noch eine Friederike drin. Da sind ja voll viele von denen. Friederike. Oder geht das anders? Hier hinten war ich, glaube ich, schon. Ja, da war auch keine Friederike. Die Friederike da unten ist tot. Da sind halt noch ein paar Gegnats. Okay.
Gut. Was geht hier noch? Warum kann ich mich hier hinstellen? Kommt hier irgendwo so ein Ding rauf oder runter? Nee, ne? Zum Gucken. Nur zum Gucken. Okay, das geht dann in die Tür rein. Aber das ist weiter oben. Bin ja jetzt nicht mehr oben. War hier noch eine Frederike? Nee. Keine. Ach, Jungs. War vielleicht minimal lucky, dass das geklappt hat. Aber nur ein kleines bisschen. Da ist auch keine kaputte Frederike. Ja, ihr seid alle ganz wild. Renn mal in den, genau, ins Feuer mit dir. Nee? Na gut. Hier geht's gar nicht weiter. Ah, da runter muss ich. Okay. Naja, dann ist egal, dann kann ich jetzt. Wo gehe ich jetzt hin? Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Nee, hier oben. Mal ganz kurz gucken. Okay, nee, da kann man nicht hin. Das sah von unten nur ein bisschen so aus. Da ist aber nichts zum Hinlaufen. Drüben auf der anderen Seite? Oder da drüben? Was ist denn hier überhaupt? Warum? Hier bin ich hergekommen. Ah, das war der allererste Start. Und da stand die erste Friederike, die hat mir die Dinger gegeben, ne? Hier, genau. Ja, ich erinnere mich. Hier stand die erste Friederike, die versteinert war und hat mir diese Dinger gegeben. Tja, eine andere Friederike sehe ich halt nicht. Achso, wir haben ja nichts. Dann kann ich auch runterhüpfen. Bin ich schneller. Muss ich mich ja nicht über diese dämliche Kette quälen. So. Ich kann hier noch mal ein bisschen gucken. Was mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Moment, das schauen wir uns noch mal kurz an. Wo dieser Aufgang hingeht. Weil hier fährt ja so ein Aufzug in irgendeiner Ecke von dem ganzen Ding. Fährt doch irgendeinen Aufzug nach oben. Den ich gerade vorhin durch irgendwelche Fenster so Gitterstäbe durchgesehen habe. Wo war denn das? Doch noch eins tiefer.
Ja, lasst mich in Ruhe. Alles gut, Jungs, alles gut. Keiner will euch. Keiner will mit euch kämpfen. Schade, ha? Huh? Ja, hier. Der. Und dann hier drüben. Und den. Und die Tür da unten, die kriege ich nicht auf. Da steht verschlossen dran. Dann fehlt mir ein Schlüssel, um da hinzukommen, oder was? Aber da ist doch auch wieder nur so eine Friederike, die noch lebt. Ich suche ja eigentlich Friederike, die tot ist, damit ich mir die Stachel holen kann. Ich will ja keine. Oh, warte mal, da ist eine Kiste. Scholle, alles für den Arsch, ey. Brauch kein Schwein mehr, diesen ganzen Loot. Bin ganz gut ausgerüstet, das reicht absolut aus. Hier hinten war ich, glaube ich, noch nicht richtig drin. Was hast du für mich? Hast du Friederike? Nee. Auch keine Friederike. Alles nur Loot, den man nicht braucht. Ey, stopp. Ja, da habe ich aber auch die Friederike-Stacheln natürlich echt blöd verwendet. Da hätte ich doch einfach vorbeilaufen sollen oben, so wie ich es eigentlich vorhatte. Bei der einen Friederike. Das wäre besser gewesen. Das wäre viel, viel besser gewesen. Dann hätte ich unten die vier Friederikes wegmachen können. Oder Nadjas oder keine Ahnung, wie sie heißen. Oder die war verschlossen, Schlüssel habe ich auch nicht. Wo geht's hier lang? Hier war noch der Weg rüber. Ey. Nicht auf mich schießen. Ist hier irgendwo eine Friederike? Da unten? Nee. Vielleicht ja doch da drüben noch, dass ich die irgendwie übersehen habe. Aber da ist eine Kiste. Ja, dieser dumme Finstergeist. Bastard, ey. Ach ja, komm, weich halt noch mehr aus. Ja. Und dann spieß mich einfach gnadenlos die ganze Zeit auf. Ja, nee, nee, nee. Ah, nee, nee, nee. Ey, er hört gar nicht auf. Okay, das ist doch wieder so eine Arschlochnummer, Mann. Was soll denn das? Es ist so unnötig. Scheiß drauf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.